Wir wollten ja heute gewinnen, punkten, unsere Serie ausbauen, haben das Spiel verdient verloren. Ich glaube, die anderen Mannschaften um uns herum, wenn wir über den Europa-League-Platz reden, haben auch verloren. Dementsprechend konnten wir heute keinen Boden gut machen, aber wir sollten tunlichst an unserer Leistung arbeiten, damit wir die Chance irgendwo am Leben halten, weil wie gesagt, also Boden auf Leverkusen gut machen konnten wir heute mit der Partie verdientermaßen nicht. Wir haben offensives Personal für offensives Personal eingewechselt, weil wir einfach auch das Gefühl hatten, dass die beiden Jungs in der englischen Woche jetzt dann am Limit waren. Wir haben jetzt die Haltung verändert in den letzten drei Spielen und auf einmal ja, stehen gegen drei Top-Teams fünf Punkte da, keine Niederlage. Allgemein, glaube ich, sehr, sehr wenig klare Torchancen zugelassen in den drei Spielen. Und das muss der Weg sein. Und das muss jetzt auch der Weg sein für die nächsten vier Spiele gewesen. Wir machen hier über 90, 95 Minuten einfach ein gutes Spiel. Klar, haben wir zwei sehr unnötige Tore bekommen in der ersten Halbzeit. Über die werden wir dann auch sprechen, aber unterm Strich ist es einfach ein hochverdienter Sieg. Ich glaube, wir haben deutlich mehr Chancen, Torschüsse und da hat auch die erste Halbzeit zu beigetragen. Natürlich war die zweite dann einfach, wurde gekrönt durch drei Tore und nachher geht es natürlich auch um Tore und deswegen bin ich super zufrieden mit dem Spiel in der zweiten Halbzeit.